Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Deutschland. Hallo. Eine andere Kulisse. Und zwar bin ich hier in einem Airbnb. Airbnb nennt man, das ist ein Portal, wo man Ferienwohnungen mieten kann. Nicht jeder kennt das, ja. Kann ich euch unten mal verlinken. Airbnb, da findet man auf der ganzen Welt Ferienwohnungen. Und ich zeige euch die vielleicht gerade mal. Hier ein Minibad, leider eine sehr kleine Dusche, eine 60er Dusche. Aber ich habe hier eine eigene Möglichkeit, mich auszubreiten, was zu arbeiten. Ich muss jetzt Steuerunterlagen noch durchgehen. Ich habe schon mal die Einkäufe alle hier vorgepackt. Ich habe hier eine Küche. Ich kann hier ganz gut schlafen und Luft und einen Fernseher und ja, alles Mögliche ist ganz nett. Ja, die Vermieter sind vor allem sehr nett. Jetzt kommt's. Ich war ja schon gestern so ein bisschen genervt, ja, am Flughafen, haben mich aber sehr zusammengerissen. Da habe ich gesagt, okay, Fehler können passieren. Dann haben sie mir nicht Terminal 2 draufgeschrieben, war ich an Terminal 1. Okay, ja, das kann einem auf der ganzen Welt passieren. Das hat ja nichts mit Deutschland zu tun. So, dann komme ich hierher, es ist schon spät, ich war 12 Stunden schon unterwegs. Erstmal wieder nach dem langen Flug und nach dem Warten und dem Rüberrennen mit dem Gepäck. Ins Auto, neues Auto gewöhnen. Ne? Ich habe ja einen Toyota Aygo, habe ich bekommen. Gestern im Video habe ich irgendwas erzählt von Hyundai. Am Anfang ist aber ein Toyota Aygo, ein sehr schönes, ganz kleines, super süßes Auto. Und fahre hier rein. Und ich zeige euch das am besten mal. Sonst kann man es nicht so gut erkennen. Ja, man kann nämlich hier rausgucken. Genau, wir sind hier in einer Spielstraße, ja, eine 30er-Zone. Und hier geht das hier so rein. Und das ist eine ganz lange Straße. Und ihr seht dieses Auto da. Ich versuche mal ran zu zoomen hier. Und das Auto steht auf dunkleren Stein. Ja. Und mal umstellen. Genau. Und es war dunkel. Und hier sind so gut wie keine Laternen. Und ich bin hier rein. Es steht auch kein Schild vorne. Hallo, parken Sie nur auf den dunklen Stein. So, ich bin rein. Und riesig, riesige Spielstraße. Da können 3 LKW wenden. Also richtig, richtig viel Platz. Und dann standen aber nur relativ wenig Autos auf der Straße. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Autos. Der Rest stand in den Höfen. Und ja, und ich bin dann da rum. Wendehammer, auch ein riesiger Wendehammer unten. Und habe dann gedacht, gut, wo stelle ich mich hin? Habe erstmal meine Sachen ausgeladen. Und bin dann, habe mich hier in der Straße vorne in der Nähe von dem Eingang von dieser Spielstraße gestellt. So 6 Meter von dem Eingang gegenüber, keine Haufeinfahrt. Da hätten noch 2 LKW vorbeifahren können. So. Ich bin hier, wenn ich in Hotel bin oder Airbnb, lasse ich mal erstmal alle Klamotten fallen. Ich hatte noch meine Unterhose an, ja. Fing an, hier ein bisschen auszupacken. Ich hatte mir auch gestern Abend noch Essen gekauft, ja, hier zum selber machen, weil heute ist ja Feiertag, ja. Konnte ich leider dann nichts kaufen. Und also gestern Abend musste ich dann noch, bevor ich hergefahren bin, mal noch einkaufen und la 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 la. Egal, plötzlich klopft es an der Tür. Klack, 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 klack. Ich so, oh, ist aber ungewöhnlich, dass der Vermieter was will. Normalerweise bei den Airbnbs, den Schlüssel hatte ich von so einem Code-Schloss. Also da hing so ein Schloss, so ein kleiner Safe an der Wand. Und dann habe ich mir den Schlüssel rausgeholt und habe ihm per WhatsApp geschrieben, hallo, ich bin da, alles gut. Hat er geklopft und ganz nett kam da und sagt, ja, hallo, ist das dein Auto da vorne? Und ich so, ja, ich habe mich falsch hingestellt, ich wusste nicht wo. Und so, ja, es tut mir leid und so, wir haben hier so ein voll den scharfen Sheriff hier. Ortssheriff, der scheint irgendwie so ein bisschen, ja, psychopathisch unterwegs zu sein, der Blockwart sozusagen. Und der fährt 3, 4 Mal am Tag hier lang und schreibt alle auf, die nicht auf diesen eingezeichneten Bereichen stehen. Wie schon gesagt, vorne steht nichts dran an der Straße. Ich bin hier ortsfremd, hier müsste ein Schild stehen, Halle, parken Sie nur bitte auf den Dings. Und der sagt dann, ja, im Spielbereich darf man gar nicht parken oder darf man gar nicht reinfahren oder was auch immer. Darf man schon gar nicht sich irgendwo hinstellen. Also es gibt in dieser ganzen Straße nur 4 Parkplätze für, was weiß ich, wie viele Häuser. Was weiß ich, 20 Häuser. Und die Einfahrten, da steht mal 1, 2 Autos drin. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn hier Besuch kommt zum Kaffee trinken, jedes Mal, wenn hier jemand übernachtet, jedes Mal, wenn vielleicht irgendwie ein Verwandter nochmal so kommt, die haben alle Angst, dass die hier aufgeschrieben werden. Wir haben gesagt, der fährt sogar in seiner Freizeit hier vorbei und gibt den Leuten Strafzettel. Jeder, der nicht genau da steht.
Und er hat mir auch gesagt, dass ich mich, habe ich gesagt, da parke ich halt um die Ecke rum in der anderen Straße. Da sind ja genügend Parkplätze und das ist ja auch keine Spielstraße. Weil ja, aber nicht zu nah an der Kurve, also an der Abzweigung, an der Ecke, weil der hat ein Maßband mit und der misst dann, ob man auch wirklich mindestens 5 Meter entfernt ist. Wenn man nur 4,50 Meter entfernt ist, dann kriegt man auch einen Strafzettel. Und jetzt kommt's, ich hatte mich dann da so ein neues Auto hingestellt und hatte mit einem Reifen den Bordstein berührt. Ja, und wenn man den Bordstein berührt oder auf dem Bordstein steht, kriegt man auch einen Strafzettel. So, und das ist so typisch hier für die Zeit, wenn man es mal so sagen. Ich will jetzt nicht mehr sagen, das ist typisch deutsch. Das kann auch in anderen Ländern passieren, aber in der Türkei würden hier in der Straße hier 50 Autos stehen. Und es wird keinen stören. Und wenn irgendjemand mal jemanden zuparkt, dann wird mal gehupt und so. Aber was soll das denn? Es ist genug Platz, auch zum Spielen. Es ist kein einziges Kind auf der Straße heute gewesen. Wir haben Feiertag, ja. Da kannst du ohne Probleme noch 10 Autos hinstellen, ohne dass es irgendjemanden gefährdet. Und wieso soll man denn jemanden einen Strafzettel geben, der auch vielleicht dann zu Besuch ist? Ich habe Münchner Kennzeichen auf meinem Mietwagen. Da denkt man sich, ach, der kennt sich nicht so aus. Kann man ein bisschen Rücksicht nehmen? Nein, den haben wir erwischt. Da können wir schön Geld einnehmen, ja. Also das ist der absolute Hammer. Und ich habe das schon in der Türkei, wo ich wohne, in Alanya mitgekriegt. Da gibt's auch ein Ordnungsamt, das heißt Sabita, ja. Und die hupen dann erstmal, wenn die irgendjemanden finden, der irgendwie scheiße steht, dass man halt wirklich nicht irgendwo durch kann. Dann hupen die ihm und machen eine Durchsage. Hey, hallo, mit der Nummer so und so, fahr mal dein scheiß Auto weg. Ja, dann kommen die Leute gerannt und fahren das Auto weg. Und da geht's dann nicht gleich in Strafzettel. Also die Leute haben noch die Chance, wegzufahren, ja. Und ja, und heute Morgen war es sehr befremdlich, hier durch Hessen zu fahren. Es ist ja Feiertag, deswegen relativ ruhig. Aber ich bin auf meiner Fahrt, ich bin relativ früh hier rumgefahren, so um 8 Uhr, war wirklich wenig los. Die Natur ist wunderschön, aber es sind fast keine Menschen auf der Straße. Und wenn man auch hier rausguckt, man sieht ja, da läuft niemand lang. Niemand ist irgendwo und sitzt beim Nachbarn und hält ein Schwätzchen oder man trifft sich auf der Straße und so. Jeder hockt irgendwie, so mein Empfinden, ja, nur zu Hause. Ja, vielleicht ist es in der Großstadt anders, aber ich bin ja hier so im mittelstädtischen Bereich, ja, relativ nah an der Autobahn auch und man hat so das Gefühl, jeder lebt nur noch so für sich alleine. Das ist jetzt nur mein Empfinden, ja. In Alanya ist es halt dann doch sehr so, dass viel mehr miteinander ist und man viel mehr mal rausgeht und man Eis essen geht. Klar, hier kostet das Eis ein bisschen mehr als in Alanya noch. Wobei mich das sehr verwundert hat, ich war gestern beim Rewe einkaufen, da war ich früher ja auch öfters mal. Die letzten Aufenthalte hier war ich immer beim Teegut und da habe ich immer so viel Geld fürs Essen ausgegeben. Ich habe natürlich jetzt nicht frische Sachen gekauft und schäle mir hier Kartoffeln oder so. Ich habe mir also Convenience Food gekauft, also so fertigen Salat, schon vorbereitete Kartoffelpuffer, irgendwelche Rosmarinkartoffeln mache ich mir heute Abend, ja, damit ich hier nicht so viel Zeit verliere, weil ich muss hier ja auch arbeiten, ich muss ja Dinge erledigen und dann wieder zurückfliegen. Da kann ich jetzt nicht dann immer eine Stunde irgendwie kochen, ja. Und das ist beim Rewe relativ günstig, ja. Also ich habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie 77 Euro bezahlt beim Einkauf mit diesem Fertigkram, ja. Und das schmeckt eigentlich ganz gut und damit komme ich eigentlich jetzt die ganze Woche aus. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen einmal essen gehen bestimmt, einmal werde ich bestimmt noch mal eingeladen oder irgendwas machen wir noch zusammen. Aber ja, da komme ich sicherlich bis ich dann wieder zurückfliege, ja. Aber das war jetzt hier Psychoterror. Man hat richtig gemerkt, wie der Vermieter hier, oh Gott, hoffentlich kriegt er jetzt keinen Strafzettel, dann kriegt er voll den Hals und gibt uns vielleicht noch eine schlechte Bewertung oder so. Weil die dann so, ja, scheiß Airbnb, kriegt man da einen Strafzettel, obwohl man überall parken könnte. Irgendein Psycho läuft hier rum und so. Aber das scheint nichts, das scheint ja so Standard zu sein. Die Leute wollen einem jetzt gerne weiter Vorschriften machen, aber ich bin niemand, der sich gerne Vorschriften machen lässt.